Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und zwar heute starten wir mit einem neuen Format. Canelo trifft Influencer bzw. Petfluencer und ihre Hunde. Ihr kennt ja mein anderes Format schon, Canelo trifft Rapper und ihre Hunde. Heute machen wir es mit Influencer oder Petfluencer, wird mein neues Format werden und ich freue mich richtig drauf. Es wird richtig interessant. Die einen oder anderen werden ihn kennen und zwar ist es Luco Pilami mit seinem Hund Reef, mit einem Dobermann. Und ich freue mich richtig auf die, oder Canelo? Freust du dich auch? Ja? Ne? Ich bin gespannt, wie Canelo jetzt auf einen größeren Hund reagiert, weil normalerweise haben wir immer Hunde getroffen, wo Canelo deutlich größer war. Und Reef, der Dobermann von Tolga, ist ja viel, viel größer als Canelo. Deswegen bin ich gespannt, wie du dich machst, okay, mein Schatz? Bist du fein? Du bist fein, ne? Wir lassen Canelo kurz hier und jetzt gehen wir zu Tolga. Bevor es weitergeht mit dem Video, stelle ich euch mal ganz kurz Footlift vor. Ihr habt ja alle mitbekommen, Freunde, Canelo hatte sehr, sehr starke Probleme mit seinem Rücken, mit der Lendenwirbelsäule und mit der Wirbelsäule. Und wie wir das behoben haben, das zeige ich euch jetzt. Vor einiger Zeit kontaktierte mich Footlift, ob ich nicht mal deren höhenverstellbaren Futternapf ausprobieren möchte. Dies habe ich natürlich sofort gemacht und sofort gemerkt, dass die Schmerzen von Canelo viel weniger werden. Und ich muss sagen, Freunde, ich liebe dieses Teil, weil ich schwöre auf alles, seitdem ich das benutze, benutze ich es seit einem Monat, weil ich wollte es zuerst mal testen, wie Canelo darauf reagiert und was es mit ihm macht. Seit einem Monat benutze ich das und ich schwöre euch auf alles, Canelo geht es dadurch viel besser. Dadurch, dass er Millimeter genau verstellbar ist, kann ich sein Futternapf auf die richtige Höhe anpassen. Footlift hat dabei geholfen, Canelos Schmerzen zu lindern. Dadurch werden seine Gelenke und seine Muskeln entlastet und es verbessert seine Haltung und die Verdauung im Alltag. Oder Canelo? Sag mal ehrlich. Mir auch sehr gefällt, ist die Memory-Funktion, was die Fütterung umso leichter macht. Eine Wandhalterung, was für mehr Stabilität sorgt und eine LED-Beleuchtung, die sehr praktisch ist. Durch das moderne Design von Footlift wird das Füttern für Mensch und Tier viel angenehmer. Da es dafür sorgt, dass der Futternapf nicht verrutscht und die Futterstelle sauber bleibt. Und das ist wichtig, Freunde. Die Muskeln sind entlastet, der Rücken ist gerade, Haltung ist gut, Verdauung ist gut. So muss es aussehen. Wenn ihr euren Vierbeiner was Gutes tun wollt, dann holt euch den Footlift, der ist ab Dezember erhältlich. Und darauf erhaltet ihr einen 50 Euro Rabatt, Freunde. Schnappt zu, die sind sehr, sehr, sehr limitiert, sehr streng. Wie dein Hund ist, ist genauso wichtig, wie was dein Hund ist. Also Freunde, schnappt zu. Erster Link in meiner Videobeschreibung. Holt euch den Footlift. Ihr macht nichts falsch. Oh, da sind die schon. Wir noch ein bisschen am Trainieren. Boah, das wird jetzt richtig, richtig spannend, Freunde. Ich sag's euch, was ein Prachtkerl der ist. Richtig gut erzogen, der Reef. So, Freunde, da vorne warten die schon auf uns. Wir haben jetzt die zweite Begegnung. Ich bin jetzt gespannt, Alter. Ich bin echt sehr gespannt. Reefy! So, Freunde, das ist Reef, von dem ich erzählt habe. Und das ist Reef. Was geht? Alles gut? Geht's dir gut? Ja, muss und bei dir? Alles gut. Das ist Reef. Das ist ein Dobermann. Ein sehr hübscher und ein sehr großer Dobermann, muss man sagen. 10 das ist Luco Pilami. Die einen oder anderen werden ihn auf jeden Fall kennen. Der macht dasselbe wie ich hier im Internet. Und zwar ist mir kein besserer eingefallen, mit dem ich mein Format starte. Canelo trifft Petfluencer, Influencer und ihre Hunde. Ist mir natürlich eher gleich in den Sinn gekommen. Und ja, jetzt bin ich gespannt, wie das heute wird. Bist du gespannt, sei mal ehrlich? Bin gespannt, ja. Bist mal aufgeregt? Gucken, mal gucken, was du vorhast, ja. Okay, Reef mit anderen Rüden. Also seitdem er den Kastrationschip nicht mehr hat, ist er ein bisschen so, man muss sich rantasten, sagt man. Okay. So. Also es könnte sein, dass wenn Canelo Bock auf ihn hat, dass er ihm auf jeden Fall ein paar Ansagen macht. Ja, Ansagen zu machen ist ja nicht schlimm, ist ja wie bei Menschen. Und ja, holen wir Canelo gleich, ne? Ich sag, ne? Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, ich du? Ich bin gespannt, Alter. Ciao, Freunde, film mal Reef hier. Reefy? Ja. Bist du feini? Guck mal, willst du mal zeigen, wie groß er ist? Zeig mal, wie groß er ist. Komm, oder? Warte. Mach du. Reef, komm her. Oida, Digga, der ist einfach größer als du. Ja. Guck, er steht. Bruder, der steht ja richtig wie eine Eins. Alter, ist das ein Prachtstück, ja? Riffy, wie geht's? Alles klar? Riff sitzt. Guck hier mit Leckerli. Wir machen jetzt ein paar Kommandos. Kann er dieselben Kommandos wie Canelo? Ja, ne? Doppelpfote? Ja, feini. Ja, bist du feini. Hat er noch nie gelernt übrigens. Hat er gerade pauschal einfach mal so gemacht. Reefy hier. Ja, auf mich. Auf mich hört er natürlich nicht. Das ist genauso wie bei Canelo. Canelo hört nur auf mich und nicht auf andere. Hier haben wir der Leckerli. Und wir holen jetzt Canelo. Boah, ich bin aufgeregt, Freunde, Digga. Egal. Komm, auf geht's. Canelo wartet schon. Canelo, komm. Komm, mein Schatz. Komm, langsam. Auf geht's.
Hast du Lust auf Brief? Hast du Lust auf Brief? Hast du Lust? Hast du Lust auf Brief? Ja, ne? Alter, ich hoffe, meine Mutter, mein Herz pocht, ne? Egal. Wir hoffen einfach auf das Beste und auf friedliche Hunde. Auf geht's, komm. Canelo, mein Schatz, du bist jetzt brav. Haben wir uns verstanden? Du bist brav, dominierst nicht, du musst ihm nicht zeigen, dass du der Chef bist. Okay, mein Schatz? Ich vertraue auf dich. Freunde, wir sind jetzt aufgeregt, aber wir sind jetzt gleich da. Und ja, wir hoffen auf das Beste, Digga. Mehr kann ich nicht sagen. Auf geht's. Canelo, langsam. Boah, er riecht ihn schon. Er riecht ihn schon. Canelo, langsam, 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 langsam. Langsam. Langsam, Junge. Sitz. 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 Hallo. Sitzen. Endlich, Alter. Was brauchst du so lange? Okay, okay, okay. Geht los. Aber man muss echt sagen, Reef ist echt gut erzogen. Schau mal. Da geht ohne Leine. Neben ihn. Krass. Respekt. Bist du noch? Okay. Langsam. Okay, 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 okay. Alles gut, alles gut. Mit Canelo und Reef. Reef hier irgendwie gefühlt super, 10 cm größer. Super, super, super. Canelo 30 Kilo schwerer. Alter, was noch ist es ein bisschen angespannte Situation. Canelo versucht gerade ein bisschen aufzulockern. Mal gucken. Ein bisschen Geknurre. Hier dabei. Reef, Schluss. Reef, Schluss. Langsam, ne, Großer? Jetzt macht Reef natürlich das. Reef, Schluss. Zu mir. Canelo, zu Canelo, zu mir. Canelo, Canelo. Sitz. Canelo, zu mir. Jetzt. Auf geht's, komm. Komm. Stressen. Lass uns jetzt Stress abschütteln und so. Stress abschütteln? Okay, Canelo, zu Reef, okay. Mir. Ich muss ihn jetzt loslassen. Ja, 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 ja. Weil sonst explodiert das gleich. Ja. Ich schwöre dir, bei keinem Hund hat Reef bisher so reagiert wie bei ihm. Ich schwöre es dir. Ich wusste, dass das eskaliert. Vor 2 Jahren haben wir uns ja getroffen, ne? Vor 2,5, ja. Wie war jetzt die Begegnung? Erklär mal. Also ich würde sagen, wesentlich unentspannter als beim ersten Mal. Ja, stimmt. Denn das Problem ist einfach, dass Reef zu dem Zeitpunkt, als wir uns getroffen haben, hatte einen Kastrationschip. Das heißt, der Testosteronspiegel war natürlich wesentlich weiter unten. Das stimmt auch. Und jetzt hat Reef seine Eier wieder gefunden. Schau mal, jetzt sind sie ja nebeneinander und zeigen kein Interesse. Du siehst ja, Canelo guckt gerade so wieder von oben, so weißt du? Ja. Die versuchen aneinander ranzugehen. Sobald aber dieses Imponierverhalten kommt, so dieses Kreuz, also Brust raus, Kopf nach oben und dann dieses Herabschauende, das ist Imponierverhalten, dann kann das natürlich provozieren. Ne? Ja. Und das machen die gegenseitig, dann haben die eine Tischstellung gezeigt, 2-3 Mal, das ist Blockieren des anderen und so weiter und so fort. Da weiß man immer so, wenn man jetzt zum Beispiel die Leine greifen würde, wird das direkt wie Spiritus im Feuer wirken. Safe, ne? Sich ist eigentlich entspannt, würde ich sagen. Also die haben jetzt, die sind jetzt nicht so auf Hauerei aus, oder? So, Freunde, meine Kamera ist leider ausgegangen. Wir haben jetzt Akku schnell geladen. Wir haben jetzt die Hunde getrennt. Reef war jetzt im Auto drin ein bisschen. Canelo war im Garten. Und wir tun sie jetzt wieder zusammen. Und jetzt bin ich auch gespannt. Schau, Canelo bellt schon. Ich bin jetzt gespannt, wie Canelo und Reef im Garten reagieren. Weil da können die nicht so weit weg voneinander weglaufen. Deswegen, komm, wir holen jetzt Reef erstmal. Da, gleich kommt der, Freunde. Wenn ihr wüsstet, wie groß er ist, ne? Der ist echt viel größer als wir auf Video. Ich war ein bisschen geschockt, wo ich ihn gesehen habe, sag ich ehrlich. Da ist der Gute. Ja, Reefy. Wo ist Reef? Ist der Feini? Ja, warte. Ich hab ein bisschen, ich hab bisschen Angst, Digga. Freust du dich? Feiner, ne? Kann ja was los. Ist doch alles gut. Ich bin noch da, mein Schatz. Ich bin noch da. Gleich kommt dein Kollege Reef, ne? Freust du dich? Freust du dich? Ja, freust du dich? So, ich muss Canelo jetzt ein bisschen halten. Erstmal, komm. Komm mit. So, nicht. Kein Zug drauf. Reef, sitz. Sitz. So ist er fein. Ne? So, wir haben jetzt dieselbe Situation wie vorher.
Es könnte sein, die werden jetzt gleich aufeinander zustürmen und so weiter und so fort. Wird vielleicht noch mal Ärger geben. Dann müssen wir Schluss sagen. Oder ich mache das dann schon. Na? Und dann gucken wir uns, wie die Situation sich entwickelt. Platz. Hey! Okay, hat sich gerade erledigt. Canelo, da merkst du so das richtig Kindliche aus Canelo noch, ne? Du merkst bei Canelo richtig das Kindliche und bei Reef halt so wirklich die Eier, die aus. Er maßregelt ihn nur, ne? Also Reef hat keinen Bock, sich mit ihm zu fetzen, aber er sagt, Abstand, Kollege, habe ich gar keinen Bock drauf. Ne? Und Canelo kriegt die Zeichen nicht so ganz gedeutet bei Reef. Das kann an der Kopierung liegen. Oder es kann einfach daran liegen, dass er genauso dumm ist wie ich. Würde Canelo sich umdrehen und auch Gas geben, kann ich dir für nichts mehr garantieren. Alter. Dann wäre eine Haft nicht ganz gut. Warte. Reef, Schluss! Zu mir! Das war Imponierverhalten. Ne? Pass auf. Reef, Schluss. Beide sind jetzt im Platz. Bisschen beruhigen. Na, das war ein bisschen zu viel Druck schon wieder. Ne? Ich habe ihm die Chance gegeben, das so alleine unter sich klären zu lassen. Wenn das nicht möglich ist, na, dann muss man natürlich die Hunde aus der Situation holen. So wie jetzt zum Beispiel. Reef, Schluss jetzt. Hör auf damit. Wir haben jetzt hier zwei potenzielle Rüden, ne? Und Reef ist halt der Meinung, er müsste sich jetzt imponieren gegenüber Canelo, nachdem Canelo jetzt immer aufdringlicher geworden ist. Also Freunde, ich habe heute echt sehr viel dazugelernt, Alter, muss ich sagen. Ich habe eigentlich gar keinen Plan von Hunden. Zum Glück kenne ich ihn. Bei ihm hole ich mir immer ein paar Tipps. Auf jeden Fall sehr interessantes Thema, ne? Und bei der Hundeerziehung muss man auch sagen, man lernt jeden Tag neu dazu, ne? Ist auch so. Reef, Schluss, zu mir. Nimm ihn mal. Canelo, komm mal her. Reef, komm her. Canelo, komm zu ran. Mir. Komm, zu mir. Super, fein. Sitzen, Sitz. So, wir kommen jetzt zum Ende vom Video. Es war auf jeden Fall cool und sehr, sehr hilfreich. Also ich habe wirklich sehr viel dazu gelernt. Und jetzt werden sich meine Zuschauer fragen, wie kann es sein, dass so ein Typ wie du, der so viel Hunderfahrung hat, einen kopierten Hund hat. Also wie kam es dazu zustande, dass du einen kopierten Hund hast? Eigentlich ganz leicht erklärt. Zu dem Zeitpunkt, als ich mir Reef geholt habe, das ist ja jetzt auch schon 4 Jahre her. Reef wird übrigens diesen Monat 4 Jahre. Krass. Ist das Problem gewesen, dass ich da noch nicht so hundeerfahren war. Ne? Ich habe mal Hunde gehabt, ich bin mit Hunden aufgewachsen oder so. Aber so an sich habe ich keine Hundetrainererfahrung oder sonst was gehabt. Sondern ich habe immer den Traum gehabt, einen Dobermann zu haben. Den wollte ich mir erfüllen, weil das in der Bundeswehrzeit gerade so gut gepasst hat. Ich hatte so 6 Monate, eine Spanne von 6 Monaten, wo ich mir einen Hund holen wollte. Ja, und weil ich da einen tragischen Unfall hatte bei der Bundeswehr, Fallschirmsprungunfall und so weiter und so fort, habe ich mir gesagt, so, jetzt erfüllst du dir den Traum vom Dobermann. Hab mir meinen Dobermann aus Serbien geholt. Ich wusste zu dem Zeitpunkt tatsächlich nicht, dass er kopiert ist. Die kamen nachher mit einem Autotransport zu mir und dann standen da 11 Hunde bei mir im Garten und ich habe mir halt tatsächlich Reef dann rausgepickt. Und alle waren kopiert, ne? Alle waren kopiert. Der einzige Hund, der mit mir zusammengearbeitet hat, ich habe da noch so ein bisschen mit den Spielen gespielt, um zu gucken. Ich wusste ja, ich will Hundesport machen. So irgendwann in die Schiene IGP, Schutzdienst und so weiter und so fort. Deswegen auch der Dobermann-Traum. Dann habe ich mir einfach Reef geholt, weil, wie gesagt, ich wusste es nicht besser. Ne? Die kamen einfach mit 11 Hunden an. Alle waren kopiert. Ja, und vor allem sagt man auch so, Digga, nur weil jetzt ein Hund kopiert ist, hat er ja trotzdem ein Recht zu leben. Ja, davon mal ganz abgesehen. Ne? Hätte ich ihn nicht genommen, dann hätte der im Dorf weiter einen Reef einfach genommen. Und wer genau weiß, wie Reef gewesen wäre, wenn ich ihn nicht genommen hätte. Dann wäre er heute nicht der Hund, der heute ist. Also im Endeffekt, er hat ihn nicht genommen, gewollt genommen, dass er kopiert ist. Also er wollte eigentlich keinen kopierten. Er hat sich einfach nicht ausgekannt. Und dann ist er einfach zustande gekommen. Er hat ihn gesehen, er hat sich verliebt und hat ihn genommen, oder? So sieht's aus. So sieht's aus, Freunde. Tolga, erstmal danke, dass du dir Zeit genommen hast. Hat mich sehr gefreut. Das ist auf jeden Fall ein Ehrengast von mir. Und jetzt noch für alle, schreibt mal bitte in die Kommentare, wen ihr euch als nächstes wünscht. Und ganz, ganz wichtig, Tolga, seine Kanäle sind hier eingeblendet. Folgt ihm mal alle durch auf TikTok, Insta und auf YouTube hast du auch, ne? YouTube, Instagram, TikTok. Genau, und alles ist in der Beschreibung verlinkt. Erster Link in der Beschreibung, kommt ihr zu Tolga und er macht wirklich geile Videos, vor allem hilfreiche Videos mit der Hundeerziehung. Nicht wie bei mir, nur Comedy und irgendein Scheiß. Bei ihm habt ihr wirklich gute Videos, was bei der Hundeerziehung wirklich sehr hilft. Also, checkt ab, ihr wisst Bescheid. Bis zum nächsten Mal. Das war's von mir. Tschüssi.